Hallo liebe Grundschülerinnen, hallo liebe Eltern. Mein Name ist Julian Kallmann, ich bin der Orientierungsstufenleiter hier an der Hildegardeschule und ich leite auch die Ganztagsschule, die GTS. Die Orientierungsstufe, das ist eine Einheit, die umfasst die 5. und 6. Klasse. Und am Ende der 6. Klasse weißt du dann, ob du hier gut an unserer Hildegardeschule gelandet bist, ob das die richtige Schule ist, das Gymnasium für dich. Wenn du jetzt, liebe Grundschülerin, zu uns an die Schule kommen möchtest, dann musst du dich bei uns anmelden. Die Anmeldetermine sind am 1. und 2. Februar. Und an diesem Tag der Anmeldung, da musst du schon deine erste Entscheidung treffen. Nämlich, man muss wissen, welche Sprachenfolge man auswählen möchte. Wir haben im Angebot einmal, dass man mit Englisch anfängt und dann Latein weitermacht, dass man mit Englisch anfängt und mit Französisch weitermacht, dass man mit Französisch anfängt und mit Englisch weitermacht. Und dann haben wir noch unsere Ganztagsklasse. Und die Ganztagsklasse fängt automatisch mit Englisch an und macht mit Französisch weiter. Wenn du dann angenommen wurdest und hier zu uns an die Schule kommst, dann geht es los nach den großen Ferien, wirst in einer schönen festlichen Feier hier an der Hildegardeschule aufgenommen. Dann begleiten dich die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer zur Klasse. Dort lernst du den Klassenraum kennen und erhältst eine Begrüßungsmappe, wo alles drinsteht, was du eigentlich für den Anfang benötigst. Ja? Auch Materialien und so weiter. Der Klassenraum, das wird dann dein Bereich werden, den du mit deinen Mitschülerinnen teilst. Es gibt auch Patenschülerinnen. Patenschülerinnen sind Schülerinnen aus der 9. Klasse, sozusagen große Schwestern, die dich begleiten. So pro Klasse haben wir ungefähr 2 Schülerinnen, je nachdem, wie viele aus der 9. Klasse sich melden werden. Und das sind große Schwestern, denen du dich auch immer anvertrauen kannst, die du in der Pause treffen kannst, wenn du Fragen hast. All das ist natürlich immer nur möglich, wenn kein Corona mehr ist. Aber das wollen wir mal alle hoffen, dass das nach den Sommerferien dann auch beendet ist. Unser Schulhof bietet ganz viele schöne Möglichkeiten, sich hier zurückzuziehen. Wir haben einen schönen Spielplatz, der speziell für dich als Unterstufenschülerin gedacht ist. Wir haben auch Räumlichkeiten, in die man sich zurückziehen kann. Da gibt es den Bücherwurm. Der Bücherwurm ist eine Bibliothek speziell für die Unterstufe. Da kannst du dich zurückziehen, mal gemütlich lesen, hast ruhige Ecken. Du kannst auch ein Hörspiel dir ausleihen. Alle Möglichkeiten sind dort gegeben. Die Ganztagskinder, die nutzen natürlich diese Möglichkeiten noch stärker, weil sie den ganzen Tag da sind. Der Schultag dauert für euch Halbtagsschülerinnen von morgens 7.45 Uhr bis um 12.45 Uhr und für euch Ganztagsschülerinnen beginnt er ebenfalls um 7.45 Uhr, endet dann aber um 15.50 Uhr. Die Halbtagsschülerinnen haben im Vormittag 2 große Pausen. In diesen großen Pausen könnt ihr natürlich hier auch euch etwas zu essen kaufen. Es gibt ein Kiosk in der Cafeteria mit einem großen, schönen Angebot von Brötchen, es gibt Salate, es gibt kleinere Mahlzeiten, auch Süßes und diverse Getränke. Wenn du dich bei uns für den Ganztag entschieden hast und bis 15.50 Uhr an unserer Schule bleibst, dann ist es natürlich ein sehr langer Tag. Aber als Ganztagsschülerin kommt man nach Hause und hat schon die schriftlichen Hausaufgaben erledigt. Der Ganztag umfasst die Tage Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag ist ein Halbtag und an diesem Freitag kannst du genauso natürlich Hausaufgaben übers Wochenende auch bekommen wie unsere Halbtagsschülerinnen. Halbtagsschülerinnen wie Ganztagsschülerinnen freuen sich häufig am Freitagnachmittag nochmal den Unterstufenchor zu besuchen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, gemeinsam zu singen und ein Musical vorzubereiten. Im Ganztag haben wir noch AGs, Arbeitsgemeinschaften. Also neben diesen Lernzeiten, wo man sozusagen seine Hausaufgaben macht, gibt es AG-Stunden. Die AGs sind sehr vielfältig, da will man einfach mal sich zurückziehen, seine Ruhe haben, was Schönes machen. Da gibt es zum Beispiel unseren Schulhund, speziell für die Ganztagsschule, der nachmittags in den AG-Bereich kommt. Wir haben auch eine Kletterwand, wo du wunderbar klettern kannst. Wir haben eine Yoga-AG für die Kinder, die es gerne ein bisschen ruhiger haben. Wir haben Hörspiele, Trommeln. Das ist aber auch individuell jedes Schuljahr ein bisschen anders, das AG-Angebot. Unser leckeres Mittagessen, was die Ganztagskinder beziehen, das kommt vom Rochusberg. Und zwar ist dort das Hildegard-Forum.
Und wenn du wissen willst, wie das Essen schmeckt, dann geh doch einfach mal mit deiner Familie auf dem Rochusberg ein bisschen spazieren und kehrst hinterher in der Mittagszeit im Hildegard-Forum ein. Das ist genau das Mittagessen, was du auch hier bei der Mittagsversorgung in unserer Hildegardes-Schule bekommst. Ansonsten kann man da natürlich auch gerne nachmittags ein Stückchen Kuchen essen. Das ist auch sehr empfehlenswert. So, liebe Grundschülerin, jetzt habe ich viel erzählt. Ich hoffe, du hast ein bisschen unsere Schule hier entdeckt. Und auch Sie, liebe Eltern, Ihnen schicke ich auch noch mal einen herzlichen Gruß nach Hause. Ich hoffe, dass das Interesse für unsere Schule jetzt ein bisschen geweckt wurde. Gerne schicke ich natürlich auch Infomaterialien an die Familien. Also wenn ihr noch Fragen an mich habt, mailt mir gerne. Die Mailadresse steht auf der Homepage und Infomaterialien kann ich auch gerne nach Hause schicken. Macht's gut, tschüss!